Ja, meine lieben Tabak- und Pfeifengenießer, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ist wieder Sonntag, ist wieder Zeit für ein neues Video. Und ich habe mir für heute eigentlich viel vorgenommen zu zeigen und auch mal was zu machen, was ich so an sich eigentlich noch nie gemacht habe. Einen Tabak quasi zu öffnen mit euch gemeinsam und auch zum ersten Mal anzurauchen. Schauen wir mal, wie es wird. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, geht auf jeden Fall um einen sehr interessanten Tabak. Habe ich mich heute noch oder gestern und heute erst noch mit einem lieben Freund drüber unterhalten und bin da schon auch sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, ich hoffe natürlich, euch geht's allen gut da draußen. Der Herbst schreitet immer weiter voran, die Blätter werden gelb, rot und was auch immer und fallen wieder von den Bäumen runter. Und ja, heute war natürlich auch die Zeitumstellung, was ich nicht so ganz wirklich toll finde. Aber naja, diesmal ist es mir gar nicht so extrem aufgefallen. Lief halt nebenbei so her. Und bin eigentlich aber schon auch der Meinung, man könnte sich der ganze Aufwand eigentlich sich sparen. Ja, ich habe euch ja schon gesagt, ich habe ja an meinem Geburtstag so viele tolle Sachen bekommen. Tabake, die ich wirklich, also wo ich wirklich sage, das ist unwahrscheinlich. Und da wollte ich euch heute noch auch wieder etwas zeigen, denn ich habe seit langer, langer Zeit eine ganz liebe Zuschauerin und mit der stehe ich eigentlich auch immer wieder im Austausch, auch über E-Mail und da bin ich auch sehr, sehr stolz und froh drüber und das macht mir auch wahnsinnig immer sehr viel Spaß, mich mit ihr auszutauschen. Es ist die liebe Sibylle auf dem Weg, ich grüße dich. Und das ist nicht das erste Mal, dass die Sibylle mir ein Paket geschickt hat. Und jetzt im Anlass eben zu meinem Geburtstag hat sie mir erneut ein Backerl geschickt. Und da waren Tabake drin, wo ich wirklich also staunend dort saß. Der erste Tabak, der drin war, ist einer, den ich kenne und sehr mochte und schon extrem lange, also eigentlich seitdem er damals rauskam, habe ich den Tabak nicht mehr geraucht. Und da bin ich wirklich froh. Es geht um den HH, also den McBaren HH Burley Flake. Ein wirklich gut gemachter Burley Flake, wo ich sage, ich bin ja jemand, der den Burley schon mag, aber das muss halt ein guter, nussig, schokoladiger Burley sein. Und wie gesagt, hier, da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass mir der sehr gut gefallen hat. Eine volle Dose des HH Burley Flakes von McBaren. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also auf dem Weg schon mal danke für den. Aber als hätte es nicht gereicht, kamen noch zwei Tabake dazu, die ich auch so nicht kenne. Und als allererstes gibt es von der Firma Ashton den Winding Road. Ein Tabak, es steht hinten drauf, golden und orange Virginias in Loose Cuts und relativ fein geschnitten, glaube ich, und Black Cavendish und dann steht in Klammern, wenn ihr das lesen könnt, Ho Up K und ich traue mich fast ein bisschen zu wetten, dass das die Aromatisierung sein könnte mit Honig, Aprikose und Karamell und ich meine, allein die Tatsache, dass die Dose halt keinen Warnhinweis vorne drauf hat. Wahrscheinlich war der abzuziehen, also großartig. Und es steht ja auch vorne dann drauf, dass es wirklich subtile Noten von Karamell und Aprikot. Ja gut, Karamell und Aprikot und hinten steht Honig, Apfel, Karamell. Ja gut, auf jeden Fall ein aromatisierter Tabak der Firma Ashton. Ich kenne den nicht, ich habe von Ashton noch nie einen Tabak gehabt. Und da freue ich mich auch drüber, wird auf jeden Fall probiert. Ist ja auch noch zu, also wie gesagt, da bin ich schon sehr gespannt. Und ein Tabak, über den ich mich sehr freue. Und da muss ich wirklich sagen, das ist natürlich schon ein Schmankerl, könnte man fast sagen. Denn es ist ein alter Dunhill-Tabak. Und ich hatte nie wirklich den Zugang zu den Dunhill-Tabaken. Und muss aber auch dazu sagen, dass ich nie wirklich die Gelegenheit genutzt habe, als es sie noch gab, ausführlich zu testen. So bin ich jetzt in der glücklichen Situation, dass ich die Tabake nicht großartig vermisse, wenngleich ich aber auch weiß, dass sehr viele Leute die Dunhill-Tabake vermissen. Und es sind halt natürlich auch viele Tabake dabei, die mit Latakia sind, die werden ja sowieso rausgefallen, aber es gibt halt eben auch Tabake,
Die Elizabethan Mixture zum Beispiel, wenn ich das mal anspreche, oder eben die Deluxe Navy Rolls und natürlich auch einen Klassiker wie der Dunhill Dark Flake. Und darüber muss ich ganz ehrlich sagen, eine volle Dose noch zugemacht, noch zugeschweißt von dem Original Dunhill Dark Flake. Liebe Sibylle, da bin ich dir sehr, sehr dankbar. Das ist ja mittlerweile schon ein Schatz, wenn man ihn findet und wenn man ihn noch haben möchte, sofern man ihn überhaupt kriegt. Also da freue ich mich sehr drauf, denn ich habe weder den Dunhill Dark Flake noch die Heritage-Version aus der Robert McConnell-Linie noch nie geraucht und auch den Peterson noch nicht geraucht. Ich glaube, den habe ich zwar da, glaube ich, aber da bin ich schon sehr gespannt, weil ich glaube, da habe ich auch oft sehr Gutes über den Tabak gehört. Also, liebe Sibylle, das mal Dankeschön an dich für diese tollen Tabake und das hat mich wirklich extremst gefreut. Und die Tabake bekommen natürlich auch einen Ehrenplatz und werden in genussvollen Stunden getestet und natürlich dann auch vorgestellt. Dann habe ich ein total verrücktes Paket bekommen. Ich habe von einem lieben Facebook-Freund, der liebe Carsten, hat mich angeschrieben vor nicht allzu langer Zeit und gesagt, dass er mir gerne zwei Tabake schicken möchte. Und ich hatte das so herausgelesen, dass es Amerikaner sind, die es eben bei uns gibt aktuell und wo er nicht so klarkommt damit oder zufrieden ist. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, es kommt halt eine geöffnete Dose und wo vielleicht, weiß ich nicht, zwei, drei Füllungen draus sind oder wie auch immer, wäre auch egal gewesen, wenn mehr draus gewesen wäre und ich darf sie aufrauchen. Und ich hatte mich da schon eingestellt drauf und das Paket kam dann bei mir an. Und dann war ich erstmal verdutzt, denn es waren nicht zwei Dosen, es waren drei Dosen. Und dann waren es nicht drei offene Dosen, sondern es waren drei neue, ungeöffnete Dosen. Und ihr könnt es sicherlich verstehen, weil es sind natürlich Tabake, über die ich selber auch schon Videos gemacht habe. Wenn ihr ein Paket bekommt, wo das dabei rauskommt, dann glaube ich, muss man nicht mehr viel dazu sagen. Also lieber Carsten, ich meine, der Bijou war ja ein Tabak, der mir sehr, sehr gefallen hat. Das ist ja dieser Tabak gewesen, habe ja wie gesagt ein Video drüber gemacht, der ja empfohlen wird, 10 bis 15 Jahre zu lagern. Wer das schafft, kann das einmal probieren. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine Dose damals komplett weggeraucht, weil er mir so gut gefallen hat. Und wie gesagt, ihr seht es ja hier. Das sind alles beide, nicht, dass ich euch hier einen Schwachsinn erzähle. Alles ungeöffnete Dosen. Und da glaube ich, wird zu gegebener Zeit eben einer mal wieder aufgemacht und einer wandert wirklich mal jetzt für eine Zeit ins Tabaklager. Und zu dem hier habe ich ja auch euch ein Video gemacht und ich glaube, der ist ja mittlerweile schon öfter in aller Munde. Und ich sage es immer wieder gerne, auch zu, seht ihr, ich sage es immer wieder gerne, wer diesen Tabak noch nicht hatte und es ihn noch irgendwo gibt, kauft euch das. Nehmt das Geld in die Hand, kauft euch diesen Tabak, denn ich weiß sogar, ein lieber Freund von mir, der bei Tabaken sehr speziell ist, vor allen Dingen, wenn sie teuer sind, ist das jemand, der da eher Nein sagt, auch wenn er noch so gut ist. Und der hat diesen Tabak geraucht und war sehr, sehr, sehr begeistert. Und insofern muss ich euch ganz ehrlich sagen, es ist eine Small-Batch-Geschichte. Aber wie gesagt, ich traue mir zu wetten, dass es ihn irgendwo, vielleicht irgendwo noch gibt. Legt euch diesen großartigen Tabak zu. Der hat es wirklich verdient. Also lieber Carsten, unglaublich, danke. Er wird natürlich auch jetzt erstmal vorerst ins Lager wandern, aber nie vergessen werden, dass ich von dir das bekommen habe. So, ganz schnell auch noch zeigen wollte ich euch, ich habe vom lieben Tom, unserem TK Hobby Teek, auf dem Weg liebe Grüße, habe ich an meinem Geburtstag diese Dose geschenkt bekommen. Ich habe die an meinem Geburtstag aufgemacht und habe natürlich viele Leute draus probieren lassen. Und da durften sich auch Leute Proben draus nehmen. Und da ist jetzt noch auch ein bisschen was drin. Und der Three Monks, ein großartiger Tabak. Da gab es jetzt auch mal ein bisschen Angst, dass es auf Physiker World den Tabak nicht mehr gab. Und da hat man gemeint, der ist jetzt weg, der kommt natürlich wieder. Also das ist natürlich schon ein Tabak, der dauerhaft im Programm bei Seeger World erhältlich bleiben soll. Und ich sage es gerne nochmal, auch das ist ein hochpreisiger Tabak, aber jeden Cent, der da diese Dose kostet, ist er wert. Ich kann es anders nicht sagen. Ich weiß, er ist schweineteuer. Entschuldigung für das Wort, aber er ist es einfach wert.
Was mich dann ganz großartig auch gefreut hat, ich habe vom lieben Thomas Kalmer auf dem Weg, liebe Grüße, lieber Thomas, weil ich bei ihm eine neue Pfeife gekauft habe, hat er mir, weil es eben auch um meinen Geburtstag rum war, gesagt, er will mir gerne etwas ins Paket mit reinlegen. Und da hat er schon angekündigt, ob ich auf geagte Tabake stehe. Und als ich dann dieses Paket von ihm mit der Pfeife bekommen habe und habe das dann durchgeschaut, war eine Dose der Dunhill Deluxe Navy Rolls drin. Und zwar aus dem Jahr 2009. Jetzt ist es so, die Dose ist natürlich nicht zu, die ist offen. Aber ich meine, wenn euch das schon erwartet, dieses wunderschöne Einlegeblatt, also Dunhill, das war schon fein. Und dann unter diesem Blättchen schon diese tollen Scheibchen in der doch schon durchgesuppten Soße. Also ich kann mich da erinnern, die Rupert's Roundels hatte ich ja auch mal lange in so einer Dose gelagert. Und da sah es genauso aus. Und ich meine, schaut euch diese Scheiben an. Es ist natürlich schon ein Traum. Ne? Also die gibt es natürlich auch zu besonderen Gelegenheiten. Oh, voll reif, voll schön würzig und auch vollmundiger Geruch, der da rauskommt. Großartig. Also ich glaube, wer die Dunhill Deluxe Navy Rolls gerne geraucht hat, der weiß, dass das ein großer Geschmack ist, der da drin ist. Und die werden auch zu schönen Gelegenheiten geraucht werden. Meine Güte, es sind schon 11 Minuten und ich habe euch noch gar nicht wirklich über das was gezeigt, was ich eigentlich zeigen wollte. Aber ich habe noch Tabak bekommen und das muss ich euch zeigen vom lieben, einen lieben Freund von mir und YouTube-Kollegen vom Ralf Ebe. Und zwar einen Tabak, den es glaube ich in dieser Art und Weise nicht gibt. es ist nämlich dieser Pfeifentabak, die Mixture Number 41 für dich von Ralf. Und wenn ihr euch das Etikett anschaut, dann glaube ich, wisst ihr, was da los ist. Ich meine, ich bitte euch, wenn das nicht mal was Tolles ist, ein eigener Tabak, den er anscheinend selber, eine Sonderedition 2024. Ich lese das vor, diese Mixture aus Burley, Virginia und Kentucky mit dem gewissen Etwas wurde speziell für mich geblendet. Für leichte Genussmomente zum Einstieg in den Tag, zum Kaffee oder einfach zwischendurch. Und Leute, ich sage euch was, ich habe da schon reingerochen. Das riecht auf alle Fälle sehr, sehr lecker. Und ich werde euch da auf jeden Fall auch mal berichten drüber. Der Ralf kann das sowieso, der hat ja auch selber schon so einen Strang gemacht und mit Aromatisieren und Tabak anbauen und alles. Also der hat da schon was drauf. Und da, lieber Ralf, auf dem Wege großartig. Also das ist natürlich schon ein Hammer. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das kann ich euch versprechen. Dann ein lieber Zuschauer, der auch auf meinem Geburtstag mit dabei war. Der hat mir noch am Schluss, bevor er sich das Ganze aufgelöst hatte, noch dieses Glas in die Hand gedrückt und mit meinem Namen drauf. Und er hat da auch was zusammengemischt für mich. Und ich weiß nur, er hat mir gesagt, dass da auch ein bisschen, glaube ich, von den Toscanellos, glaube ich, von den Kentucky was. Also ich glaube, das geht in die Richtung, hat er mir gesagt, wie der Michael Apitz und unser Jan da mal ein Video gemacht haben. Und da werde ich aber nochmal Rücksprache halten, damit ich euch da nichts Falsches sage. Und dann werde ich euch auch darüber mal berichten. Auf jeden Fall, wenn man da reinschaut und rein riecht, das ist schon sehr, sehr schön. Also das kann ich euch wirklich sagen. Das macht schon sehr viel Freude. Aber wenn ich jetzt gerade den Tabak euch schon gezeigt habe, dann kann ich euch auch den Tabak vom Ralf schnell nochmal zeigen. Also so sieht die Mischung aus. Und da kommt schon ein wahnsinnig. Also das hat schon ein bisschen was von Karamell und nussig und ein bisschen alkoholisch. Also da kommt schon eine sehr interessante und sehr wohlriechender Duft heraus. Da bin ich mal gespannt, wie sich der in der Pfeife dann machen wird. Und dann kommen noch zwei Tabake, die ich bekommen habe an meinem Geburtstag. Und zwar von meinem lieben Freund, unserem Honey. Von Honeys Ausfallenden. Hat mir die Corn Cob, die Buddy Pipe geschenkt. Wir haben jetzt die gleiche. Und dazu hatte mir noch einen dieser neuen McLintock
Tabak geschenkt. Die gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange, glaube ich, gibt es 3 Stück davon. Sind, glaube ich, alles 3 aromatisierte und das ist natürlich der hier, der Shamrock Isle. Also quasi ein Tabak, der, ja, wo nichts draufsteht, aber ich glaube, ich vermute mal, dass das in die Richtung ein bisschen Whisky vielleicht, Irish Cream oder was auch immer gehen könnte. Und da unser Honey natürlich ein Aromaten-Spezialist ist, denke ich mir mal, hat er sich da schon noch was gedacht dabei. Diese 100-Gramm-Dose kam zu mir und auch da, aber ihr seht, das sind so viele Tabake, die kann ich auch nicht alle aufreißen, weil, wie gesagt, bis ich da, ihr möchtet ja auch ausgiebig rauchen und euch dann auch einen ausgiebigen Einblick in diese Tabak gegeben. Und dazu hat er mir noch diese Probe gegeben vom aktuellen John Aylesbury Winter Edition, den es jetzt gibt oder jetzt bald geben wird. Ja, das riecht schon ansprechend. Ich bin dieses Jahr ein bisschen vorsichtig mit den, wie schon eigentlich seit Anfang des Jahres mit diesen Sondermischungen. Easter und Summer, Frühling-Mischungen. Ich bin da, weil es ist ja im Endeffekt fast immer ähnlich. Also da muss mich schon die Aromatisierung wirklich extrem ansprechen, dass ich sage, ich lege mir da so einen Tabak zu. Aber ich teste und werde dann berichten. Und der liebe Jürgen, der ja auch dieses großartige Video, also unser Beetlejuice, der dieses großartige Video über meinen Geburtstag gemacht hat, das längste von allen. Und der legt auch immer sehr, sehr viel Arbeit in seine Videos, wenn er so Berichte macht über Messen oder auch Treffen. Also auch sehr, sehr empfehlenswert. Der hat mir noch einen seiner Tabake, den er mag, geschenkt. Und zwar den Eileen's Dream. Ist, glaube ich, ein Amerikaner. Den es aber, glaube ich, nur, ja genau, ein Däne. Also der wird von der Scandinavian Tobacco Group gemacht und Verkauf allein in den USA. Und ihr seht es hier vorne, da ist ein aromatisierter mit Irish Cream und White Chocolate Truffles. Also das hört sich natürlich auch nach einem süßen Zahn an. Und auch da, lieber Jürgen, danke für diesen tollen Tabak, an den ich ja so an sich nicht rangekommen wäre. Da, wie gesagt, seht ja, only allowed to sell in the United States. Bin ich gespannt. Ja, jetzt habe ich nur über Tabak geredet. Und jetzt kommt's eigentlich, geht's wieder um den Tabak und ich habe noch nicht mal geraucht, weil ich mir das ja aufgehoben habe. Traurig, traurig. Und zwar geht's um den neuen WÖ-Larsen 2025, dieser Nordic Edition. Also quasi der Jahrestabak für 2025, der auch limitiert ist oder zumindest einzeln nummeriert die Dosen. Und ich finde es toll, dass man die Dose so wunderbar den Etikett von Abdruck abziehen konnte. Und hinten steht nur drauf, dass WÖ Larsen das Jahr 2025 mit einem neuen Pfeifentabak feiert, in höchster Qualität. Ein vollmundiger Cube Cut, eine Cube Cut Komposition aus Burley und Virginia. Und ich habe mittlerweile nachgelesen, er ist auch aromatisiert. Ich wusste das lange nicht. Und zwar mit Ahornsirup und Honig. Ich glaube Honig und Ahornsirup. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und der ist noch zu. Ich mache euch den mal auf. Und ihr seht ja, typisch WÖ Larsen ist da dieser Pouch drin, der goldene, der aber zum Unterschied zu Kohlhase und Kopp, also zu Kopp, nicht offen ist, sondern der ist verschweißt und der ist ja noch zu, ihr seht es, damit ich da euch nichts sage, ihr seht es, der ist ja noch zu und den machen wir jetzt dann mal miteinander auf. Es vermutet immer, dass da keine 100 Gramm drin sind, aber das ist natürlich auch zusammengepresst und dann will ich jetzt mal ja, ich bin zu schwach. Jetzt geht das Ganze doch auf. Bis jetzt drehe ich noch nichts. So. Ah, jetzt langsam kommt ein Duft. Also seht, die Dose, der Beutel ist offen. Okay. Ihr riecht, dass ich nichts rieche. Also das erstaunt mich jetzt schon, denn ich rieche kaum Aroma. Man riecht durchaus Tabak,
Aber ich sage euch, was euch da erwartet. Ich muss euch, ich kann jetzt, kann jetzt kein Bild machen, aber ich mache natürlich ein Bild nach dem Video und blende euch das jetzt hier ein. Was ihr nämlich da seht, ist wirklich sehr, sehr ansprechend. Ein großartiger Cube Cut. Die sind relativ kleine, aber ausschließlich Cube Cuts. Wenn man da rein, also wenn man da reingreift, ihr seht es, da fällt der Tabak wirklich wunderbar raus. Konditioniert auch sehr, sehr gut, finde ich. Also, ja, vom Aroma, es riecht eigentlich mehr so ein bisschen nach Pumpernickel, nach Schwarzbrot, finde ich. Also, ich zeige euch das nochmal hier. Muss ja irgendwie, ihr seht es ja, jetzt könnt ihr es, glaube ich, einigermaßen erkennen. Aber wie gesagt, Foto habe ich euch hier eingeblendet. Also, der klingt, also riecht sehr, sehr, klingt, riecht sehr, sehr ansprechend. Interessant. Also, ich werde mir auf alle Fälle mal da ein Pfeifchen stopfen. Und dann rauchen wir den mal an. Und schauen wir mal, was der so kann. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Pfeife ist gestopft und ich habe mir die neue vom lieben Günther Weinhengst, die Prammer, die Josef Prammer, Made in Austria, genommen, die ich euch im letzten Video schon gezeigt habe. Und der Tabak ist auch schon drin. Ich meine, das ist natürlich ein Tabak, der ist natürlich fantastisch zum Stopfen. Du nimmst die Pfeife, du lässt die Cube Cuts reinbröseln, ganz leicht, bis er fast oben voll ist, leicht andrücken und schon ist die Laube erledigt. Ich bin mir zwar sicher, ihr seht, er ist noch nicht entzündet. Bin mir sicher, das wird auch ein paar Minuten dauern, bis der Tabak glimmt. Aber schauen wir mal. Also gerade bei den ersten Zügen, jetzt muss ich euch ganz ehrlich sagen, kriege ich auch hier wenig bis gar nichts von einem Aroma mit. Nimmt allerdings Feuer eigentlich relativ gut an. Also ich habe mir gerade nebenbei eine Tabakbeschreibung im Internet aufgerufen, wo steht, dass das Aroma tatsächlich süßer Honig und ein Hauch von Ahornsirup sein soll. Die Schnittart nennen hier die Cube Cuts, sondern Mini Cubes, also es sind kleinere Cubes. Und der Typ ist dänisch aromatisch. Also ich möchte fast behaupten, dass wenn wirklich hier ein Aroma drauflegen sollte, dass das, wenn dann so zart und nur unterstützend aufgelegt ist, aber jetzt aktuell bei den ersten Zügen. Und ihr seht, der Tabak fängt jetzt gerade erst mal an. Also wie gesagt, der ist noch nicht richtig in Gang. Da wird es noch mal ein oder zwei Anzündversuche geben müssen. Aber das macht ja nichts. Aber er kommt. Also ich merke hier tatsächlich Virginia und ich merke durchaus einen gewissen Burley-Geschmack, aber auch sehr dezent. Es kommt durchaus eine gewisse Süße mit, das kann man nicht anders sagen, das spürt man auch, das schmeckt man auch. Aber ich finde, der Tabak ist ja relativ tabakecht, also da ist auch die Davidoff-Dänisch-Mixture deutlicher aromatisiert als der hier. Hier bei dieser Seite, wo ich das gerade ablese, ist ja angegeben von der Aromatisierung 3 von 5 und bei der Geschmacksintensität auch 3 von 5. Raumnote sogar nur 2 von 5.
Die schreiben auch in dem Text: natürlicher und milder Tabakgeschmack mit Noten von Honig und Ahornsirup, vollmundig und mit einer sehr angenehmen Raumnote. Also ich sag mal so, dieser milde und natürliche Tabakgenuss, absolut, unterstreiche ich sofort. Eine gewisse Süße, ja, aber ein Noten von Honig und Ahornsirup. Also wenn ich jetzt an Ahornsirup denke, da denke ich automatisch natürlich an den Autumn Evening. Also ich will ja kein Review machen. Es ist, wie gesagt, mein erster Eindruck von diesem Tabak, der übrigens auch für diese wunderbare 100 Gramm Dose, man darf ja nicht vergessen, wie Ölasen ist ja durchaus schon auch eine Tabakmarke, die auch tolle Tabake hat. Und für diese 100 Gramm Dose in diesem wirklich nordischen Design mit diesen Wikinger-Schiffen drauf und was man da nicht alles, sogar Wikinger und toll, ist 30 Euro eigentlich fast schon wirklich ein guter Preis, denn mittlerweile kosten ja fast alle Editionen in Schmuckdosen jenseits der 30 Euro. Und der mit seinen genau Punkt 30 Euro finde ich eigentlich ganz nett. Wirklich gut gemacht. Spannender Tabak, also ist auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Also wer da Lust hat auf so einen Tabakschnitt, und es gibt ja diese Tabakschnitte oft auch nur ganz schwer zu finden und teilweise dann auch als Aromaten, wobei das hier soll ja auch ein Aromat sein. Also das ist kein Aromat. Also Leute, lasst euch da nicht täuschen. Das hat nichts mit einem Aroma zu tun, auch für mich kein Däne. Das ist wirklich nur ein Tabak, echter Tabak, der einfach ein bisschen süß ist. Aber ich habe da hier nichts von einem Honig- und Ahornsirup. Also ich kann das nicht anders sagen. Und schon allein im Geruch auch nicht. Also wenn schon frisch geöffnet aus dieser versiegelten Beutel, den ich jetzt gerade mit euch live aufgemacht habe, ja kein Aroma rauskommt, sondern wirklich reiner Tabak. Das ist positiv. Also nicht falsch verstehen, das ist positiv. Aber es hat für mich nichts mit dem Aromaten zu tun. Also auf alle Fälle lasse ich mir dieses wunderbare österreichische handgemachte Pfeifchen, lieber Günther, liebe Sonja, auf dem Weg ganz liebe Grüße, lasse ich mir jetzt auf jeden Fall schmecken. Das soll es gewesen sein für heute. Ich habe euch das meiste jetzt gezeigt. Jetzt geht es natürlich auch um die Inhalte. Und ich wünsche euch auf alle Fälle einen tollen Start in die neue Woche. Kommt gut mit der Uhrumstellung klar, es gibt ja Menschen, die da wirklich auch Probleme damit haben. Lasst es euch gut gehen, genießt die Woche, genießt den Sonntagabend noch, bleibt gesund oder werdet gesund, das ist das Wichtigste, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Servus. Nee, kein Aroma. Mm-mm.